Hallo Leute und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play Dead Space. Und jetzt in Kapitel 8, Suchen und irgendwas anderes. Das zweite habe ich schon vergessen. So, wir befinden uns mal wieder auf der Brücke, waren wir ja schon mal. Es scheint aufwärts zu gehen. Ich hasse die. Gerade ist ein Militärschiff aufgetaucht, die USM Valor. Keine Ahnung, was sie dort draußen gemacht hat, aber sie muss unseren Notruf aufgeschnappt haben. Wir können aber erst mit ihnen reden, wenn das Array der Com-Anlage repariert ist. Ich werde jetzt die Tür zur Kommunikationszentrale für dich hacken. Geh da rein und finde die Kontrollstation der Com-Anlage. Geht doch schneller. Ist ja nicht so, dass meine Zuschauer und ich dich gerne verstehen würden, aber nein, red noch schneller. Das ist meine Energie. Hauptatrium. Ein sicheres Skin. Oh, hier sind wir. Nicht erschrecken, das Viech kommt wieder. Das Viech ist wieder da. Nicht erschrecken, nicht erschrecken. Das Viech ist groß. Ich mag's nicht. Können wir reingucken? Du da? Blub. Blub. Das wird heute übrigens so eine relativ kurze Aufnahmesession. Halbe Stunde. Also zwei Folgen, auch nicht mehr, weil ich will. Ja, nur kurz für die, bis Freitag aufnehmen. Also, wie gesagt, Mittwoch, Donnerstag ist gerade Dienstag. Und ja, ich will jetzt auch nicht ins Ende rein. Switch und dann beenden es. Gefährliche Anomalie registriert. Das nennst du eine gefährliche Anomalie, was ist da gefährlich? Naja, okay, ist gefährlich, wenn Scheiß nicht abgeht. So, hier ist ein Schräg besser als auf jeden Fall. Das war ein bisschen blöd. Egal, war ein Show-Effekt. Wow. Oh nein, 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 nein. Dachtest du dir? Dachte er sich, dass er einfach will? Oh, von drei von euch waren nie die Rede. Wir müssen den Aufzug nehmen. Könnt ihr durch? Bestimmt. Ist gar nicht mehr rein da. Das ist so. Rückzug, weiter Rückzug, zurückziehen, zurückziehen, zurückziehen. Der ist tot, der ist noch mal. Call of Duty ist das geworden. Am Anfang noch Horror, jetzt Call of Duty. Ach ja. Ich mag Call of Duty nicht. Also die neuen. Die neuen sind scheiße. Früher war es mal gut. Dann ging ich steil bergab. Steil bergab. Aber wahrscheinlich habe ich auch ein paar Zuschauer, die Call of Duty mögen. Also jedem das sein, nicht wahr? Also ich will jetzt auch keinen Krieg anfangen zwischen Battlefield und Call of Duty. Wie gesagt, jedem das eine, jeder spielt was anderes. Ich mag ja Battlefield, aber ja. Ich will das Gefühl, dass ich nicht in der Webcam bin, aber bin ich. So. Wie gut, dass jemand hier Sachen hingelegt hat. Lass mal Energie zum Beispiel. So, wir können ja einfach mal aus Laune, aus Lust und Laune, einfach nochmal runtergehen, auch zum Offiziersteil, Dexter. So, bitte einmal speichern. Ist auch schon bald bei 7,5 Stunden. Wo muss er? Hoch, wir gehen runter. Cockpit des Captains. Hühnerstall heißt das. Oh, können wir nicht. So, Darling, in welche Etage müssen wir? Hoch oder runter? Hoch. Militärschiff kontaktieren. Wahrscheinlich sind dafür dann da nur noch Volume mehr. Volume up. Ups. Volume down. So. Isaac, die Tür zur Kommunikationszentrale ist jetzt offen, aber ich kriege über die Comms immer mehr Rückkopplungsimpulse rein.
Ich glaube, jemand hört uns ab, also sei vorsichtig. Der lebt doch noch, der eine Typ, ne? Den wir so gar nicht mögen. Das Krisseln geht über den Monitor hinaus. Hammer krass. Ach nee, das waren ja Hologramme, genau. Trotzdem komisch. Das wäre strange. Stell dich mal vor, so, es würde so euer Monitor flackern, aber nicht nur so weit, wie der Monitor geht, sondern noch so neben euch. Oh nee, die sind lästig. Drehen. Komm, zeig dein Können. Nummer 1 ist ab. Nummer 2 ist ab. Nummer 3 ist nicht ab. Boah, wie einfach manchmal nicht abgehen, ne? Zeig. Na, zeig doch. Ja, das sind solche Munitionsverschwendung, diese Teile. Vor allen Dingen, warum kann ich denn seine Arme nicht erwischen, wenn er die an seinem Körper hat? Das ist so unlogisch. Doch, kann ich jetzt. Oh, doch, geht. So, und jetzt haben wir noch einen Schuss für diesen Plasma-Cutter. Perfekt. Ab. Korrigiere. Das Viech lebt noch? Alter, du hast es nicht anders gewollt. Okay, das ist wenig. Das ist ziemlich ineffektiv. Leute. Du bist tot. Krepier. Es krepiert. So, Speicherstation bitte. Aber immer wieder speichern. So. 7 Stunden und 12 Minuten. Wow, das war knapp. Oh, Leute. Aber ganz ehrlich, was soll das mit Horror zu tun haben? Was hat das mit Horror zu tun? Einfach auf möglichst viele Viecher zu schießen, die einfach nur Muni verschwinden. Ist dir zu spät im Spiel aufgefallen, dass das Spiel einfach viel zu einfach ist, weil man zu viel Munition hat, oder wie? Da findet es auch keine Muni, das heißt, wir müssen zurück. Oh mein Gott, ist ja denn jetzt was dran? Ja, ich will keine Flammenwerfer-Muni, deshalb ist... Oh, Impulsprojektile. Brauchen wir es eigentlich auch nicht. 25 Impulsprojektile, hoffentlich reichen die. Geh nicht ab, nein. Ich schieße ewig häufig auf das Teil, aber nein, warum soll es auch abgehen? Ich meine, wäre ja irgendwie logisch, ne? Aber los, hoch. Ebene 2. Wir müssen uns wieder Sachen kaufen. Wir haben ein paar Sachen, die wir im Notfall verkaufen können. Ich rede hier mal von Medipacks, ne? Von Medipacks kannst du eins einwerfen. Und für den Flammenwerfer können wir definitiv mal was verkaufen. Jetzt an diesem einen unangenehmen Viech vorbei. Ach ne, müssen wir gar nicht. Shop. Das ist ja praktisch. Praktisch. Shop. Oh, wir müssen definitiv was verkaufen. Flammenwerfer-Muni. Die. So. Stase-Pack kann man immer mal gebrauchen. Da einfach noch ein mittleres Medipack, ja. So. Jetzt haben wir es gerade mal voll bekommen. So. 50 Schuss dafür. Und wie viel haben wir? 4, ne? Ja, 24 Schuss dafür. Also 2 Magazine. Wow. Mann, so viel. Aufzug zur Schiffs.
System. Alter, wie langsam wir sind. Ebene. Dort ein verautorisiertes Personal. Ebene 3 bitte. Das dann nachladen. Haben wir nachgeladen. Schup. Klick, 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 klick. Es wird wieder grün. So, hat es wieder fleißig gespuckt. Oh, das sieht unangenehm aus. Ja, komm, ganz ehrlich. Regeneriert doch immer, wenn der Munition drin ist. Schon tot. Muss ich schnell. Warum kam ja jetzt so eine Musik? Credit. Jetzt habe ich mich erschrocken. Jetzt habe ich mich wirklich mal erschrocken. Das gebe ich ja zu. So, zur Comrade. Achtung, empfindliche Anwendung. Okay. Der lebt nicht lange. Soll ich doch. Schon war tot. Hier ist die Schimmerrohr. Was zur Hölle ist das? Ich glaube, das Ding ist widerstandsfähig. Ich will ihm lieber die Beine abschießen. Genau. Oh. Jetzt verstehe ich, wer die Teile kommt. Läuft gerade Kopf oder eine Hand? Widerwärtig. Ausgewichen. Spinnensinne. Oh, wir haben keine Manier. Ah, jetzt was geht. Jetzt. Renn, Isaac. Da rennt einer an der Decke. Ja, diese Viecher sind eklig. Vor allem, wenn man die Viecher einfach nicht los wird. Haben wir den Halbleiter? Die halten aber auch ewig viel aus. Nein. Wie kann ein einziger Gliedmaß leben? Issue. Ah, komm, Kopf angelaufen. Energie, danke. Das ist ein Zeitpunkt, den ich gut finde. So, laufende Köpfe. Der Space ist nicht ungewöhnlich. Starterpack brauchen wir nicht. So, Yus Chishimura. Da müssen wir sogar Freiraum. Mann. Das ist aber ganz schön eine Challenge. Weiß ja nicht, ob wir das schaffen. Schafft. Achtung, empfindliche Anlage. Na, ich würde sagen, wir machen mal eine kürzere Folge, bevor wir hier reingehen. Denn das ist, glaube ich, der Hauptraum. Ja, ich bedanke mich dann auch schon mal fürs Zuschauen. Hoffe, dass es euch gefallen hat. So, tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG.